Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 19, dem Karrieremodus mit Eintracht Frankfurt. Geht's weiter in der Bundesliga. Wir haben noch drei Spiele in der Hinrunde, ein DFB-Pokalspiel noch und dann, ja, wie gesagt, schließen wir die Hinrunde hoffentlich erfolgreich ab. Noch sind wir Tabellenführer, die Bayern sind uns auf den Fersen, Dortmund ist auch nur noch 7 Punkte hinten dran, also das wird noch richtig spannend. Heute gegen Gladbach, ein weiterer Verfolger, das kann man nicht sagen, die sind Fünfter aber, 22 Punkte trotzdem und wir spielen einfach mal. In Gladbach haben ja eines der wenigen Stadien, die ja lizenziert sind hier in FIFA. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Ich spiele diesmal nicht im Gestöber, oder? Wollen wir Gestöber spielen? Ja, komm, spiel mal Gestöber. Richtig extrem. Ich weiß gar nicht, ist das extremer als Schnee? Ich habe da selten gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so gut gerade ist. Naja, wir gucken mal. Wir stellen die Mannschaft wieder ein bisschen um. Sessignon würde ich lassen. Barkok könnte ich doch auf die linke Seite mal tun. Komm, der kann auch links spielen, weil Rebic ja leider immer noch verletzt ist. Ich könnte da auch Blum spielen lassen, aber Barkok gefällt mir besser in der letzten Zeit. Mateta geben wir vorne mal wieder eine Chance und dann wollen wir reinstarten. Ja, der Borussia Park. Apropos Lizenzen. Wie komme ich jetzt gerade darauf? FIFA 20 wurde am Wochenende, beziehungsweise gestern, heute ist der 9.6.2019, wurde gestern auf der E3 vorgestellt, 20 Uhr deutscher Zeit, ist da der Livestream gestartet oder war FIFA in einem Livestream. Ja, da wurde sehr viel über den neuen Modus, über FIFA Street gezeigt. Volta heißt das ja jetzt, also FIFA 20 Volta wird das ja genannt, ne? Man kann auch seine eigene Mannschaft aufbauen und online und offline spielen und was ich dieses Jahr wirklich gut finde, was FIFA richtig gut gemacht hat, beziehungsweise EA, die haben das Ganze transparenter gemacht für die Leute. Also die haben auch einen Plan dann am Ende gezeigt, wann was noch veröffentlicht wird, also welche Infos zu welchem Spielmodus noch erscheinen. Da war zum Beispiel der Karrieremodus Ende Juli, dann FIFA 20 Ultimate Team kommt irgendwann Ende August oder so Anfang, Mitte August. Zu FIFA 20 Volta, also zu diesem neuen Spielmodus, kommen auch irgendwie im August noch ein paar Infos zu Pro Clubs und so weiter und so fort. Also von daher haben sie das schon mal richtig gut gemacht. Ein paar Gameplay-Szenen haben sie ja auch schon gezeigt. Also, dass es neue Elfmeter-Animationen geben wird und neue Freistoß-Animationen. Das hat mich so ein bisschen erinnert. Moment. Nachdem wir den Gegentreffer kassiert haben. Nein. Das hat mich im ersten Moment ein bisschen erinnert an FIFA 2004. Da hatte man auch bei den Freistößen und beim Elfmeter hatte man auch dieses Kreuz zur Hilfe. Oder in dem Fall den Kreis, wo man sich halt eine Ecke aussuchen konnte und mit entsprechender Kraft und mit entsprechendem Effeder auch hingeschossen hat und dann auch in 9 von 10 Fällen getroffen hat. Das ist für mich jetzt auch wieder die Frage, ob das nicht doch irgendwann nach einer Zeit zu leicht ist. Man kann den Kreis bestimmt auch entfernen oder was weiß ich, in FIFA Ultimate Team dann in der Weekend League wird dieser Kreis wahrscheinlich nicht zu sehen sein. Oder dann muss man halt versuchen, so zu zielen. Aber wenn man das nicht so macht, sondern den Kreis weiterhin benutzen darf, dann ist es ja normalerweise in Ultimate Team ganz leicht. Du suchst dir deinen besten Elfmeterschützen aus und trainierst. Wie verrückt Elfmeter, welche Höhe, welche Schusskraft oder genau, wo muss ich hinzielen, dass der Gegner auf jeden Fall gar keine Chance hat, diesen Ball zu halten. Und das ist, wie gesagt, dann der Nachteil. Dann wird es auch schnell langweilig und zu leicht, auch bei den Freistößen. Aber ich finde es gut, dass man durch diese neuen Animationen nicht gleich sehen kann, wo der Schütze hinschießt, in welcher Ecke. Das kann man ja jetzt noch bei FIFA 19, indem man einfach auf den Kopf schaut von dem jeweiligen Spieler. Und das ist dann, glaube ich, nicht mehr so einfach. Haben sie übernommen von Pro Evolution Soccer. Hat man gesehen, wenn man die Bilder verglichen hat oder wenn man die Anläufe mal verglichen hat. In PS, da ist das schon lange drin. In FIFA haben sie es jetzt auch mit drin. Ich bin echt gespannt, was zum Karrieremodus kommt. Da scheint es ja echt ein paar neue Dinge zu geben. Was da alles kommt, ich würde mir, wie gesagt, ein besseres Gameplay wünschen. Das ist der Wunsch von mir und auch noch ein paar lizenziertere Stadien und so weiter und so fort. Aber jetzt will ich mich erstmal auf Spiele konzentrieren. Jetzt habe ich eine Viertelstunde hier in-game gelabert und eigentlich gar nicht so gut gespielt. Ich will natürlich noch eure Meinung wissen. Habt ihr das gesehen von FIFA 20 auf der E3 oder habt ihr den Reveal-Trailer dazu gesehen? Wenn ja, was haltet ihr von dem neuen Spielmodus? Was haltet ihr generell von FIFA? Seid ihr auch schon hype? Habt ihr auch das Spiel schon vorbestellt, so wie ich gleich gestern?
ich habe es mir halt direkt vorbestellt, weil ich mag ja FIFA an sich eigentlich das Spiel und ich freue mich auch wieder auf den neuen Karrieremodus, auf einen wirklich neuen Karrieremodus und ja, alle Infos dazu dann später noch auf meinem Kanal. Jetzt erstmal die Führung hier für die Gladbacher durch. Ich glaube, Ibrahima Traoré war es, genau. Das ist das Zeichen, dass ich mich jetzt ein bisschen mehr aufs Spielen konzentrieren muss, weil wir wollen natürlich jetzt nicht hier leichtfertig die Tabellenführung abgeben. Weil wenn die Bayern gewinnen und wir verlieren, sind die Bayern wieder Tabellenführer. Das wäre sehr ungünstig. War aber gut gespielt von Gladbach. Gar keine Frage. 8. Tor schon von Traoré. Die Gladbacher, die sind halt auch nicht mal einfach so zu bespielen. Die haben auch eine gute Mannschaft, gute Defensive, gute junge Leute, haben auch eine super Saison gespielt, wären fast noch in die Champions League reingekommen. Mussten dann aber leider den 4. Platz an Leverkusen abgeben. Spielen jetzt mit Frankfurt und Wolfsburg in der Euroleague. Was ja auch nicht so ganz schlecht ist. Wenn die Gladbacher so ein Feuerwerk abliefern wie die Frankfurter letztes Jahr in der Euroleague und die Wolfsburger vielleicht auch, dann könnte der deutsche Fußball wieder gut vertreten werden in der Euroleague. Und ich hoffe auch genauso gut in der Champions League. So, jetzt schauen wir mal. Sessignon, erste Chance vielleicht für uns. Eamon Barkok mit dem Kopfball. So arbeiten wir uns jetzt Stück für Stück rein ins Spiel. Und wie gesagt, FIFA 20 habe ich jetzt erstmal meine Meinung zu abgegeben. Bin auf den neuen Spielmodus gespannt. Das ist vielleicht mal was ganz Nettes so für zwischendurch. Hasebe abgefälscht. Dass man mal so 3 gegen 3, 4 gegen 4 auch online und offline spielen kann. Das ist, denke ich mal, ganz nett. Die meisten haben schon geschrieben, FIFA Street interessiert sie nicht so sehr. Sie finden zwar auch gut, dass es einen neuen Spielmodus gibt, aber vermehrt natürlich wollen die Leute einen überarbeiteten Karrieremodus haben, stabilere Server in Ultimate Team, das Momentum abschaffen am besten, anderes Matchmaking und so weiter und so fort. Also ich bin echt noch gespannt. Der Plan ist ja, glaube ich, auch auf der Twitter-Seite von EA. Also wann, zu welchem Thema oder zu welchem Modus wann in dem Jahr noch Infos rauskommen. Ich weiß nur, dass halt der Karrieremodus Ende Juli, dass es da weitere Infos gibt und FIFA Ultimate Team und dieser neue Spielmodus Volta halt so Mitte August, Anfang Mitte August. Ich werde es ja dann auf der Gamescom wahrscheinlich auch schon mal spielen. Ich gehe ja hin zur Gamescom dieses Jahr. Ich hoffe, ich sehe euch da auch. Aber auch zur Gamescom werde ich im Verlaufe des Monats noch oder spätestens dann im nächsten Monat, wenn soweit alles klar ist, haue ich nochmal ein Infovideo raus, wo ich wann sein werde und so weiter und so fort. Und ich freue mich auf jeden Fall, wird eine richtig schöne Zeit. Und jetzt aber wirklich hier aufs Spiel konzentrieren, weil so ganz wach scheinen wir die Gladbacher auch hinten in der Defensive nicht. Mittelfeld haben sie ganz gut im Griff, aber hinten in der Defensive haben sie doch einige Lücken. Fernandes da mit der Chance, aber er ist halt leider kein Torjäger, ne? Der war frei und dann, oh Gott. Ja, der glitscht durch sein Bein durch. Hat man auch gestern im Reveal-Trailer gesehen, als, ich glaube, Sterling eine Finte gemacht hat gegen Piszczek. Der rutscht so auf den Boden und dann sieht man, wenn man das Bild an einer bestimmten Stelle stoppt oder beziehungsweise das Video, sieht man einfach, wie die Hand, glaube ich, unten durch seinen Fuß durchglitscht. Well played, FIFA. Well played, muss ich da sagen. So, 5 Minuten bis zur Pause. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, nicht über FIFA 20 zu sprechen. Aber mal gucken. Vielleicht ja doch irgendwie. Eamon Barkok holt sich den Ball mit Mateta zusammen. Das ist halt schwer. Wir haben vorne nur 3 Leute, 4 Leute maximal. Da müssen sie schneller nachrücken. Hasebe. Da außen ist Sessignon. Der hat ein bisschen Platz. Schade, mit rechts ist nicht so sein starker Fuß. Aber mit links auf jeden Fall. Mal gucken, ob Mateta genauso kopfballstark ist wie Haller nach den Ecken. Da ist Mateta. Aber Willems hat nicht geflankt. Und der kann gar nicht flanken, weil er gar nicht spielt. So, Schendera jetzt aber mal mit ein bisschen Platz. Da haben den die Gladbacher schön freigelassen. Ja, was gibt's Neues von der Eintracht? Vielleicht, dass wir jetzt nochmal ein zweites Thema anschneiden. Nachdem ich hier mal das 1:1 geschossen habe, wartet kurz. Das sind sah, glaube ich, knapper aus, als er war, aus dem Winkel. Was gibt's Neues von der Eintracht? Jovic haben sie verkauft. Rebic soll auch wohl bei Inter Mailand im Gespräch sein, lese ich immer wieder. Nachfolger soll es wohl auch schon geben. Und zwar einen Joveljic, glaube ich. Also klingt so ähnlich. Joveljic, glaube ich, auch von Roter Stern Belgrad. Da kam ja auch schon Gacinovic her seinerzeit vor 3 Jahren. Soll wohl 10 Millionen kosten. Macht einen guten Eindruck. Dann habe ich gelesen, es ist noch einer von den Glasgow Rangers, ein Stürmer,
da weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt, Marlos oder Marios oder so, weiß ich nicht, der ist wohl auch im Gespräch. Also viele Namen. Stendera zum Beispiel ist wohl in Hamburg im Gespräch, will auch wohl weg. Also da wird sich noch richtig viel tun um die Eintracht und ich bin gespannt, wie dann der Kader zu Beginn der neuen Saison aussehen wird und dann natürlich auch in FIFA 20. Hinteregger, der Transfer soll wohl kurz vorm Abschluss stehen. Trapp, da steigen die Chancen wohl auch, dass er in Frankfurt bleibt, weil in Paris suchen sie einen neuen Keeper. Den Trapp wollen sie nicht, Buffon haben sie den Vertrag nicht verlängert. Sie sind im Gespräch mit Navas von Real Madrid. Also das wird noch hin und her gehen. Das wird eine richtig spannende und heiße Transferphase diesen Sommer. Und wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir uns vielleicht mal wieder hier aufs Spiel konzentrieren. Ich versuche es jetzt. 50. Minute, das war der Warnschuss, der Startschuss zu einer Aufholjagd. Barkok, grüner Timefinish. Mateta, kriegt er das auch hin? Nein, da kommen wir bislang noch nicht durch vorne. Gladbacher sehr diszipliniert in der Defensive. Spielen jetzt als nächstes gegen Bremen. Und wir haben das Vergnügen, dann gegen Wolfsburg im DFB-Pokal zu spielen. Jetzt aber die Chance nochmal. Barkok. Und Sommer klärt. Ganz merkwürdig. FIFA-typisch halt nun mal. Das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass solche Sachen dann irgendwann ein Ende haben. Dass der Keeper den entweder festhält oder ihn ausgehen lässt. Aber sowas, das würde kein Keeper in echt machen, ne? Wisst ihr selber. So, Sessegnon Ecke. 55. Mateta! Dreht sich da einmal um die eigene Achse und dann bringt er den noch gefährlich aufs gegnerische Tor. Das war gar nicht, oh, so ungefährlich. Nur die Bewegung war wieder ein bisschen merkwürdig. Naja. Ist egal. Chancen haben wir, aber leider fehlt uns das Tor. Da oben seht ihr es, Frankfurt-Wolfsburg. DFB-Pokal. Haben wir die Chance, uns zu revanchieren. Die haben uns letztes Jahr rausgehauen. Oh, und jetzt unten Platz für Hazard. Thorgan Hazard! Geht nächstes Jahr für Dortmund auf Torejagd. Dortmunder haben sowieso richtig gut zugeschlagen, ne? Brandt, Schulz und Hazard, wie gesagt. Das klingt schon mal nach einer guten offensiven Verstärkung. Defensiv, glaube ich, wird Schulz der Mannschaft auch gut tun mit seiner Schnelligkeit. Jetzt müssen sie halt ja zusehen, dass sie ganz schnell eine homogene Truppe da zusammenkriegen und dann vielleicht den Bayern in der nächsten Saison wieder ein ernster Konkurrent werden, genauso wie vielleicht die Leipziger. Mal gucken, wer da noch so mitmischt. So, Raphael kommt für Alassane Player. Und bei uns Hasebe. Warum schießt Hasebe auch die Ecken? Lass das doch mal Stendera machen. Der bekommt das vielleicht besser hin. Vorne auf Mateta, da steht er am ersten Pfosten. Christian Kouame, Sommer ist da. Und klärt erstmal ja. Also es ist so ein, ich weiß nicht, so ein zerfahrenes Spiel. Vielleicht bekomme ich einfach auch wenig mit, weil ich mich mehr aufs über FIFA 20 reden konzentriere. Stendera mit der Kopfballchance. Aber meiner Meinung nach ist das auch jetzt eher ein ausgeglichenes Spiel. Die Gladbacher hatten halt ihren Moment in der ersten Halbzeit, wo sie einmal sich gut durchgespielt haben und dann in Form von Ibrahima Traoré das 1-0 gemacht haben. Aber noch sind wir ja nicht hier aus dem Spiel. Noch haben wir das Spiel nicht verloren, aber wir müssen ein bisschen mehr Druck auf die Gladbacher jetzt ausüben. Das geht sonst nicht. Saicedo, na, da musst du nicht Freischuss pfeifen, oder? Ah, Gacinovic für Barkok, obwohl Barkok eigentlich gut gespielt hat. Muss man einfach es nochmal mit einem frischen Mann versuchen. Saicedo, Vorsicht. Wieder der Kopfball von Traoré, glaube ich. Gegen Saicedo, weißt du, das ist auch so ein Duell. Naja, weißt du selber. So. Quintero, das Ginter. Ginter, Firpo, wieder Ginter. Da müssen wir jetzt eigentlich da sein. Und Saicedo hat den so. Aber jetzt ist halt das Problem. Ah, es rückt niemand nach. Es rückt niemand nach. Und somit war Mateta vorne auf sich alleine gestellt. Beziehungsweise Stendera. Hasebe, zack. Gut, antizipiert. Und jetzt muss der Weg nach vorne gehen. Jetzt müssen wir ausschwärmen. Stendera macht das Ganze. Ah, nicht gut gespielt. Nicht gut gespielt. Ich wollte auf Mateta und dann sofort hoch auf Gacinovic. Aber da kam uns leider ein Gladbacher zuvor. Man sieht die auch so schlecht. Ha, ich habe eine Ausrede. Ich sehe die so schlecht. Gut, aber was jetzt genau der Unterschied ist zwischen Gestöber und Schnee? Vielleicht liegt bei Gestöber einfach ein bisschen mehr Schnee. Oder man sieht halt viel mehr die Fußspuren, beziehungsweise die Abdrücke von den Fußballschuhen im Schnee. Vielleicht ist das damit gemeint. So, Gacinovic. Riveros hinterläuft.
Riveros hinterläuft nochmal. Riveros hat jetzt Platz. Mateta ist in der Mitte. Ah, Stindera hinten am 16er. Nee, klappt noch nicht. Nächste Chance. Über Hasebe, über Mateta. Und da ist Gacinovic zum ersten und zum zweiten. Und Sommer ist wieder da. Ja, Chancen haben wir. Aber es wird, weiß ich nicht, sieht bislang nach einer Niederlage aus. Mal wieder? Oder ist das unsere erste Niederlage? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, es ist dann unsere erste Niederlage, wenn es denn beim 1-0 bleibt. Hier in der Hinrunde. Aber soweit will ich es noch gar nicht kommen lassen. 5 Minuten haben wir noch und wir haben schon oft in letzter Minute Sachen hier gedreht. Nicht nur in FIFA 19, sondern auch schon in den vorherigen FIFA-Spielen. Christian Kouame jetzt. Abgefälscht. Mateta. Ja, Sommer. Kriegt den nicht ganz geklärt. Und dann wären wir da gewesen, aber ach, es ist momentan so, oder beziehungsweise in dem Spiel, dass immer ein Gladbacher irgendwie seinen Fuß dazwischen hat. Egal wer. Jetzt Hazard, der wird wahrscheinlich zur Eckfahne gehen. Schon mal ein bisschen auf Zeit spielen. 3 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht werden wir noch einmal den Ball gewinnen, dass wir uns nochmal eine Chance rausspielen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Gladbacher sind einfach, ja, waren heute einfach besser. Haben gut gespielt. Jetzt auch nicht überragend, aber sie haben gut gespielt und es reicht anscheinend für einen 1-0-Sieg und so ist es. Wir kassieren meiner Meinung nach unsere erste Bundesliga-Niederlage. Champions League haben wir ja schon mal verloren, ne, gegen Lyon. Ich meine, es ist die erste Bundesliga-Niederlage und das ist eine Vorlage, eine Steilvorlage für die Bayern. Traurigerweise, aber Gladbach hatte auch nur den einen Torschuss. Nein, 4-5. Ausgeglichenes Spiel. Von den Schüssen her waren wir ein bisschen überlegener, aber da zählen ja auch die Schüsse, die 10 Meter übers Tor gehen. Wichtig sind eigentlich nur die Schüsse aufs Tor. Da war es eher ausgeglichen, Ballbesitz auch. Naja, gut. Die Niederlagen gehören dazu. Dann kommen auch irgendwann wieder Siege. Die Bayern haben auf Schalke gewonnen, sind also jetzt erstmal Tabellenführer. Neuer Tabellenführer werden wir auch gleich nochmal sehen, wenn wir auf die Tabelle gucken. Wir gucken noch auch gleich mal, wie es im Pokal ist. Ob da schon einer weitergekommen ist und dann haben wir die Hinrunde fast geschafft. Es freut mich, dass es, ihr euch immer noch sehr an Karrieremodus ergötzt. Ein bisschen verhaltener in der letzten Zeit, waren nicht mehr ganz so viele Aufrufe, aber ich denke mal, das ist normal, wenn man jeden Tag FIFA hat, dass man auch irgendwann erstmal genug hat von FIFA. Das ja, ist, denke ich mal, ganz normal, das nehme ich niemandem übel. Aber wie gesagt, das würde mich halt trotzdem freuen, wenn ihr aktiv weiter dran bleibt. So, jetzt sind auch die Gegner, glaube ich, ausgelost für die Europa League und für die Champions League. Da möchte ich auch gerne nochmal reingucken. Also, wir schauen mal in die Begegnung rein. Wir spielen gegen Wolfsburg, Hoffenheim, Bielefeld, Augsburg, Leverkusen, Holstein, Kiel, Nürnberg, Dortmund, Hamburg, Bremen, Gladbach, Mainz, Freiburg und die Bayern zu Hause gegen Hannover. Das gleiche machen wir in der Champions League. Da ist unser Gegner Atletico Madrid. Er geht gleich hart und heiß hier zur Sache. Also, wir gehen mal durch. Die Tottenham Hotspur gegen Barca, wir gegen Atletico, Sporting gegen Real, also die drei spanischen Vertreter gleich mal auswärts zugange. Bayern dann gegen AS Rom, Chelsea gegen Paris, Villarreal gegen Juve, noch eine spanische Mannschaft. Marseille gegen Manchester United und Lokomotive Moskau spielt gegen Manchester City. Okay, wir hätten also auch, wenn wir, glaube ich, Erster geworden wären, hätten wir gegen Sporting gespielt. Ob das jetzt leichter gewesen wäre, weiß ich nicht, aber Atletico ist schon eine Hausnummer. Das muss man schon mal sagen, das ist schon mal ein richtiger Kracher. Das ist eigentlich eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer mindestens bis ins Halbfinale gekommen ist. Aber wir lassen uns überraschen. Es muss erstmal gespielt werden und gegen Wolfsburg, da gilt es so ein bisschen Rache zu nehmen oder uns zu revanchieren. Sagen wir einfach mal so. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao!